Ich husche mal ganz schnell durch. Mein Gedanke zu dem Wort geheiligt ist, stellt euch vor, es ist kein Tätigkeitswort. Ich weiß, es reizt, es als Tätigkeitswort einzustufen, geheiligt oder heiligen. Man denkt, es ist eine Tätigkeit. Ich behaupte heute Morgen mal, es ist kein Tätigkeitswort, sondern es sagt etwas darüber aus, was wir sein sollen. Und wenn ich überlege, dass Jesus vorher erzählt hat, bevor die Jünger dann fragten, Herr, lehre uns beten. Und dann erzählte er, macht es nicht wie die anderen beten. Das könnt ihr alles schon mal knicken. Das ist nur ein Gebrabbele. Das steht da vorher in den Kapiteln. Sondern wenn ihr betet, wenn ihr betet, dann sprecht so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Du kannst das Vater unser als Analogie, als Metapher verstehen. Und so kennen das auch das Volk Israel im Alten Bund. Auch dort, wenn wir die Bibel in dem Teil da lesen, finden wir zum Beispiel das Wort Vater und auch Mutter und noch ganz viele andere Namen, die Gott entweder zugesprochen werden. Bist du nicht unser Vater, der uns hilft? Sogar das Volk Gottes wird schon im Alten Bund als Kinder Gottes angesprochen, aber eben nicht in ihrem Zustand, sondern in ihrem, wie Gott sich zu ihnen verhalten möchte. Konntet ihr mir folgen? Ich habe da 100 Jahre drüber nachgedacht. Ich verstehe das alles, aber es ist natürlich schwer bei der Vermittlung. Das heißt also, Gott, also einer betet zum Beispiel im Alten Testament und sagt, Gott, kümmerst du dich denn nicht um uns wie ein Vater? Naja, klar. Aber deswegen ist Gott nicht der Vater von dem Volk Gottes, von diesen Menschen als Zustand, sondern sein Verhältnis zu dem Volk ist väterlich. Das ist ein Unterschied. Während jetzt aber, wer lehrt uns dieses Gebet? Der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes wird von seinem Vater bestimmt nicht als Metapher oder Analogie sprechen. Das heißt, Jesus sagt, ich möchte, dass Gott, mein Vater im Himmel, euer Vater ist, denn ihr sollt auch so sprechen können. Also nicht nachsagen, nicht als Metapher verstehen, so in dem Sinne von, der kümmert sich um euch wie ein Vater, bestimmt auch, ist nett. Aber Jesus geht weiter. Der uns sagt, dass wir das beten sollen, ist in der Gestalt das, was er uns sagt, was wir beten sollen. Nämlich der Sohn vom Vater. Und weniger hat er nicht anzubieten. Das heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Bedeutet, Jesus sagt, und das ist ja fast Blasphemie, wenn ich das sagen würde, weil ich bin nicht so wie Jesus. Ich bin sehr anders. Und Jesus, und das ist das Interessante und das ist das Ermutigende für heute Morgen. Jesus sagt es aber, dass Gott es sich für uns wünscht und schenkt, dass er dein Vater ist und du genauso wie Jesus bist, einig mit dem Vater im Himmel. Ich habe nicht gesagt, dass du so wie der Messias bist, sondern wie Jesus, der Sohn. Geheiligt werde dein Name, würde dann bedeuten, nach meinen Ausführungen, sei, wie du den Namen Gottes empfangen hast. Was ist der Name Gottes in diesem Viertel? Das ist ziemlich schwierig zu verstehen, weil man kommt nicht drauf sofort. Aber wenn wir im Kontext bleiben, der Name Gottes ist Vater. Kennen wir so nicht. Wir würden nie Vater sagen, dass das ein Name ist. Dagobert ist ein Name, Paulus, Petrus, Janis, Konsorten. Das sind Namen. Aber bei Gott ist ein Name eine Person. Wir sagen häufig so, als Kinder vielleicht auch, ich heiße Dagobert. Als ich ein Kinderlied schrieb, merkte ich, wenn ich das zu schnell spreche, dann hört man da ein bisschen was Komisches raus. Ich scheiße. Nicht so doll. Und deswegen habe ich das Kinderlied natürlich so nicht geschrieben, sondern ich schrieb, mein Name ist Dagobert.
Wenn Gott sagt, mein Name ist Vater, dann heißt das nichts anderes wie du sollst meine Tochter sein. Sonst kann ich nicht der Vater von ihr sein. Dann bin ich Gott, aber nicht Vater. Und das ist das Geschenk im neuen Bund durch Jesus Christus, durch seine Kreuzigung, durch unsere Wiedergeburt, ist dies das Geschenk, dass überall, wo Name drin vorkommt, auch in diesem Lied, oder wenn es uns dieser Name begeistert in unserem persönlichen Leben, dann frag nochmal, was begeistert dich an dem Namen Jesus Christus? Jehoshua, Jahwe ist Rettung. In Jahwe ist Rettung. Heißt also, wenn dich der Name Jesus beeindruckt, beeindruckt dich, dass es ihm wichtig ist, dich zu retten und du ein Geretteter bist. Halleluja. Amen. Oh.